Zum letzten Heimspiel auf der Alm habe ich mal meinen Schwager mitgebracht, weil der wollte sich das mal antun. Einfach mal gucken, wie 22.000 Leute Hurra schreien, wenn es dazu kommen sollte. Naja, er kam mit und der wäre bald hinten rübergefallen. So was Schönes hatte er noch nicht erlebt und vor allen Dingen mit so vielen Leuten. Das war schon toll. Und ich muss sagen, ich war auch begeistert. Das heißt, wir alle waren begeistert. Obwohl die erste Halbzeit punktemäßig voll an die Paulaner ging. Also es war wirklich, ja, es war auf Messerschneide. Die ist 1-0. Die hätten schon in den ersten 10 Minuten hätten die schon 2-0 führen können, wenn sie Dussel gehabt hätten. Denn da kam ja dieses Abseitstor dazu. Also ich muss sagen, wir haben in der ersten Halbzeit viel Dussel gehabt. Naja, und in der zweiten Halbzeit, also da kamen die aus der Kabine, da haben wir sie überhaupt nicht wiedererkannt. Das lief doll, 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 doll. 4 Tore, das muss man sich mal vorstellen, in der zweiten Halbzeit. Naja, jedenfalls, ich muss sagen, es war eine Überraschung, was die uns gezeigt und gebracht haben. Jedenfalls, wir wollen hoffen, dass bei den letzten beiden Spielen, die jetzt noch anstehen, und zwar aber erst im neuen Jahr, dass da auch noch ein bisschen was an Punkten zusammenkommt, damit wir richtig satt werden. Aber dies Jahr ist ja für uns erstmal erledigt, hier jedenfalls zu Hause. Und darum wünsche ich allen unseren Stammtischfreunden und allen anderen, die Arminia genauso mögen wie wir, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht es gut. Also die Finessen des Fußballs kenne ich ja nun nicht so genau, aber mein Schwager, der weiß Bescheid, der hat mich nun mit auf die Alm genommen und da habe ich ein Fußballspiel gesehen, davon kann man ja im Prinzip nur träumen. Das war ja wunderbar, obwohl die erste Halbzeit meiner Meinung nach nicht so besonders lief und das 1-0, naja, das war so ein Flüchtigkeitsfehler der Paulianer, denn die waren sehr, sehr stark bis zu diesem Zeitpunkt. Jedenfalls die erste Halbzeit ging voll punktemäßig an St. Pauli, obwohl wir 1-0 geführt haben. Aber das spielt keine Rolle. Dann kam die zweite Halbzeit und so haben wir Arminia schon lange nicht mehr gesehen. Das heißt, im letzten Jahr gegen Braunschweig, da haben sie ja genauso gespielt. Also das war fantastisch, was die abgeliefert haben. Das war wirklich unser Weihnachtsgeschenk, dass sie uns Arminen gemacht haben. Denn das haben wir auch mal verdient. Zu Hause, das war früher eine Burg. Die hatten Angst, wenn sie nach Bielefeld kamen. Da wollten sie schon die Punkte mit der Post schicken. So heiß war Bielefeld immer für die anderen. Naja, nun sind es ja wieder andere Zeiten und wir wollen ja froh sein, dass wir so einen einigermaßen, was heißt einigermaßen, wirklich guten Trainer bekommen haben, der mich wenigstens, also doch ein bisschen an den Krämer erinnert, weil er auch so ein leiser Typ ist, also kein Spinner. Naja, und er hat Arminia jedenfalls da jetzt hingebracht, wo sie sind. Das hätte ja keiner vor Anfang der Saison, also ich glaube, da hätte keiner mitgerechnet, dass wir fast kurz vor Schluss der ersten Halbserie auf dem fünften Platz stehen. Also das hätte keiner geglaubt. Und das letzte Heimspiel, also es war wirklich, ich kann es nur noch mal wiederholen, ein Geschenk an uns alle alten Arminen. Also das muss ich sagen, das ist so. Und ich bedanke mich bei meinem Schwager und auch bei Arminia, dass sie uns so einen schönen Freitagabend beschert haben. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich will hoffen, dass in den beiden Auswärtsspielen auch noch vielleicht ein, zwei Punkte, zwei oder drei, ja, zwei Punkte, wollen wir mal sagen, holen. Mehr wäre natürlich besser, aber dann brächte das wieder hier in Bielefeld alles auf die Palme und würden sagen, ja, wir steigen auf. Nein, so weit ist es noch lange nicht. Dies Jahr wollen wir mal bescheiden bleiben, vielleicht mit der Truppe und einer kleinen Verstärkung im nächsten Jahr angreifen. Das wäre ideal. Naja, schönes Wochenende und frohes Weihnachtsfest.